Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI. Ja, wir stehen heute auf der Map Spandauer Modern und fahren mit dem Lion City Doppeldecker, der vor ein paar Tagen erschienen ist, vom Waldkrankenhaus nach Haneberg. Und ich hoffe, dass das alles so halbwegs hinhaut. So, damit die Leute bei uns einsteigen, müssen wir mal die Tür aufmachen. Und zweitens einmal das Ibis einrichten. Wir fahren die Linie M37. Route 01. Kamera einstellen. Und hoffen, dass die Leute mit uns mitfahren. Sehr schön, Hallo. tun sie. Hallo. So, Morgen. dann Können Sie bitte mal ein bisschen die Heizung anmachen? Es ist ja ganz schön kalt hier drin. kann ich leider nicht. Dumm mal Ibis einrichten und den ganzen Zeug. Also Ibis einrichten, Motor starten, Gang einlegen, das wollte ich sagen. Und dann sind wir auch schon bald bereit für die Abfahrt. Sicher jetzt aber nochmal das Bremspedal durchtreten, nicht dass man da vorne eine Vollbremsung hinlegt. Wäre nicht so leibend. Dann fahren wir mal los. Habe ich die Pfeile, die Hilfspfeile gar nicht eingeschalten, habe ich die vergessen. Gleich einmal nachschauen, nur die sind eingeschalten. Hallo. Guten Tag. Ich fahre jetzt aber auch ein bisschen knapp an mir vorbei. Guten Morgen. Hallo. Schnell weg, bevor da irgendwas passiert. Ich vertraue der KI nicht mehr. Das Glühwürmchen weg. Stimmt sogar. Hallo. Servus. Guten Tag. Falkenseer Chaussee, Stadtrandstraße. Gut, weiter geht's. Jetzt kommen wir wieder in bekannte Gefilde. Oh, für die Frame wird nicht bekannt. Aber das ist wohl das übliche OMSI-Leiden. Kann ich leider nicht ändern. Wieso bremse ich eigentlich? Guten Morgen. Ja, dann schnell aber, Knefrau. Hallo. Ja, jetzt habe ich sie schon runtergestellt, aber es ruckelt trotzdem. Ich hoffe, das beruhigt sich noch während der Fahrt, aber viel Hoffnung mache ich mir nicht.
fahre ein bisschen schnell in der 30er-Zone. Wieso bin ich 2 Minuten zu früh? Erklärt man das irgendwie? Morgen. Ja, ich stehe da etwas ungünstig. In Schmechtefeld Schulzentrum. Fahren wir mal ganz gemütlich. Mit 11 Frames. Alter, das gibt's ja nicht. Das liegt, glaube ich, an der Map, die ist einfach zu umfangreich für OMSI. Da stehen noch ein paar Busse herum, also. Und wie habt ihr euch vorgestellt, dass ich euch noch vorbeikomme? Kleiner Stau vor dem Schulzentrum. Übrigens, die Haltestellenbremse geht erst raus, sobald man aufs Gas steigt. Paul Gerhard Ring. Und die Straßenbahn, glaube ich, auch schon mal besser. Hallo. Morgen. Morgen. Okay. Sollen wir auch recht sein? Am Kiesteich. Oder muss ich da echt stehen bleiben? Tatsächlich, das wäre meine Station eigentlich erst. Angesagt haben wir jetzt schon, also. Wieso gibt es da zweimal die Haltestelle Spektefeld? Na, was ist?
Also irgendwie will keiner mitfahren. Mühlheimer Straße. Und fahr mal alleine. Wobei so alleine sind wir nicht. Bus ist eh gut besetzt. Übrigens für Folge 97 von Euro Truck Simulator habe ich netterweise von YouTube einen Strike bekommen. Ich habe natürlich einen Einspruch erhoben, weil ich habe ja eigentlich die Erlaubnis, dass ich die Musik verwenden darf. Guten Morgen. Man wird sehen, wie das Ganze ausgeht. Westerwaldstraße. Also ich habe, wie gesagt, einen Einspruch erhoben. Angeblich kann die Antwort bis zu 4 Wochen dauern. Schauen wir mal, ob das irgendeine Auswirkung auf meinen Kanal hat oder nicht. Also ich sehe mich total im Recht, aber ob das YouTube auch so sieht. Wer weiß. Vielleicht gibt es so einen Kanal bald nimmer. Wäre natürlich schade, aber... Hallo. Wenn es so ist, kann ich es leider auch nicht ändern. Man merkt, es ist in der Beta-Version, die Dame sitzt ein bisschen seltsam da. Man, vielleicht hat es auch Schweißfüße und muss die Füße lüften. Zeppelinstraße. Ich hab schon wieder 2 Minuten Verfolgung, das gibt's ja nicht. Also ich glaube, der Fahrplan ist für den Hugo. Da da nichts Gegenteiliges steht, fahren wir mal gerade weiter. Und wir ein bisschen die Zeit abstehen. Damit vor 2 Minuten und fast 3 Minuten Verfrühung fahre ich nicht los. Ich finde es halt irgendwie seltsam, dass keiner einsteigt. Ich glaube voll, naja. Voll sind wir nicht wirklich. Oder wollen die alle nicht oben sitzen? Sehr seltsam, sehr, sehr seltsam. Wenn ihr mich fragt. Zweibrücker Straße. Das wäre aber auch ein interessanter Bug, wenn die Leute nicht oben sitzen würden, nur sitzen könnten.
Das wollte ich nicht. Da kommt ein LKW. Da kommt noch ein LKW. Ja, ich blinke eh nur schon die ganze Zeit. Ihr braucht's mich nicht reinlassen. Kommt ein Auto? Ja, da kommt ein Auto. Aber der ist so nett. Hohenzollernring. Na gut, dann warten wir mal, bis grün wird. Einsteigen will eh niemand. Steht doch niemand da, also. Von mir aus. Machen wir wieder das Türl zu. Ascania-Ring. Da will auch niemand einsteigen. Mysteriös. Ja, fahr zurück. Flankenschanze. Dumme KI, sage ich dazu nur. Nicht sehr hilfsbereit. Ja, ich sag's euch. Mit diesem ganzen Copyright-Schwachsinn macht man so viel Sachen mit. Immerhin habe ich schriftlich, dass ich das, seine Musik verwenden darf. Wow, 17 Frames. Ein Wahnsinn! Ich freue mich schon auf OMSI 2. Falkenseer Platz. Was ist mit euch? Wollt ihr nicht mitfahren? Moritzstraße. Intelligent stehen bleiben wieder mal.
Aber ihr wolltet mich wieder mal fahren sehen, also nachdem wir in den letzten beiden Folgen eigentlich nur rumgestanden sind, beziehungsweise nur ganz wenig gefahren sind, gibt's halt mal wieder eine längere Tour. Hup, wenn anderen an. Bin ja gespannt, ob wir so einen Unfall schaffen. Sitzen Sie jetzt eigentlich schon oben? Guten Morgen. Nö. Weiß nicht. Ah, jetzt geht wer rauf. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Ich muss echt mal nach Berlin fahren. Eher fliegen. So eine richtige schöne Runde mit einem Lion City DD. Ich glaube, das könnte schon was. Da stehen bleiben, oder? Ja. Da stehen 27 Gleit und 2 Steine ein. Oh, kommt noch wer. Ruhlebener Straße. Na, was ist? Bei der Benzfahrer. Oh, das Ding fährt sich echt gut. Macht Spaß. Passt zur Map. Die Map ruckelt leider, aber das ist halt um sie. Wird sich hoffentlich mit OMSI 2 deutlich verbessern. Ich weiß nicht, vielleicht mögen die das M nicht. M37, die warten wahrscheinlich auf 137. Ja, dann wartet doch weiter. Ziegelhof. So, jetzt wird es glaube ich langsam interessant. Bin gespannt, ob wir gerade weiter müssen und abbiegen. Abbiegen stelle ich mir mit dem DD schon ziemlich spannend vor. Weil auch ein ziemlich riesengroßes Drum ist.
garantiere nicht dafür, dass ich nirgends dagegen fahre. Aber bis jetzt hat es ja halbwegs funktioniert sogar. M37 Haneberg rechts. Na schön. Neben uns ist niemand, okay. Na bitte, hat ja funktioniert. Holt sie mit? Hallo. Servus, Manfred. Krumme Gärten. Krumme Gärten. Man muss ein bisschen aufpassen beim Fahren, weil man braucht die Gegenspur, damit man da rauskommt gescheit. Siegstraße. Und da kommt ein Bus entgegen, das haben wir uns ja vorgestellt. Der Klügere gibt nach, also bin ich halt einmal stehen geblieben. Seeburger Straße, Hävesiner Weg. Und wir fahren ganz gemütlich. Aber das kennt ihr schon von mir. Aber so eine Reise nach Berlin, da muss ich echt sagen, das würde mich echt reizen mal. Würde mich echt interessieren, ob man das dann im Echt das Spiel so nachvollziehen kann, die Strecke, ob das wirklich so ausschaut, wo man gewisse Dinge wiedererkennt. Wer weiß, vielleicht im Sommerurlaub, Kurztrip nach Berlin. Warum nicht? Das könnte was, oder? So lange fliegt man ja da nicht von Wien. Das würde mich echt reizen. Tablet, die Kollegen müssen alle noch mit dem D92 fahren. Ich darf schon das neueste Gefährt ausprobieren.
Jasewitzer Ring. Ja, viel Platz hat man da nicht, also da muss man schon ein bisschen aufpassen beim Fahren. So, M37 nach links. Sehr schön, mit 137 sind wir letztes Mal rechts gefahren. Na, du hast da den Bus auch irgendwo ausgepackt, gell? Hallo. Was ist, Manni? Willst du nicht mitfahren? Na, dann nicht. Wenigstens brauche ich da nicht schauen, ob wer kommt. Kann denn keiner kommen? Obstallee. Die haben bei 89 auch schon so geheißen, die Stationen da. Kornbrot ein bisschen weniger. Nur, dass damals noch nicht so viele Bäume da waren. Und ich glaube, das ist ein Problem für OMSI. Dass so viele kleine Objekte am Rand herumstehen. Das bringt ihm zum Ruckeln. Servus. Und dann mit einem geschätzt 20 Meter langen Bus durch. Servus. Hui, ganz schön spannend zum Fahren. Heerstraße, Sandstraße. So, jetzt wird's spannend. Kann ich auch. Na bitte. Ich glaube, das Gröbste haben wir hinter uns. Wie gesagt, ich glaube, diese ganzen kleinen Details, die Map ist zu detailliert für so OMSI. Sowas kann man in OMSI 2 wahrscheinlich dann bauen, dann wird es hoffentlich besser laufen, aber fürs 1 ist das einfach too much. Und deswegen ruckelt es auch noch so, leider. Müsste ich es wahrscheinlich extrem weit runterstellen, damit es nicht ruckelt, aber dann schaut es nicht mehr schön aus und dann habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, das zu spielen, wenn das total bescheiden ausschaut. Hallo. Hi. Hallo. Der
Heerstraße, Magistratsweg. Man sieht es ja da schon allein, das ist eine richtige Allee mit wahrscheinlich 100 Bäumen oder so. Das ist wahrscheinlich einfach zu viel für Omsi. Ich bin ja froh, dass es jetzt halbwegs läuft. Nächstes Mal fahren wir wieder eine andere Map. Hallo. Sehr freundlich, Dankeschön. Heerstraße 438 bis 446. Das war der Randstein. Aber solange es nur der Randstein ist und sonst nichts Tragisches. Reimer Weg. Da steigen sie alle aus. Fahren wir ja nicht rein. Ha. Und tschüss, ich stelle mich mal vor dich. Endstation, bitte alle aussteigen. Ich glaube, das hätte ich gar nicht müssen. Leave the bus here. Weil ich muss da jetzt rechts, oder? Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Mitfahrt. Ich hoffe, die Fahrt hat Ihnen gefallen und es war nicht so ruckelig. Achtung, zweideutig. Wir freuen uns, wenn Sie uns bald wieder als Gast bei der BVG begrüßen dürften. Wir wünschen noch einen schönen Tag.
So, zweimal, ein paar Mal zu früh, aber sonst ganz okay. Ja, liebe Leute, das war auch schon unsere Reise auf der Linie M37 in Spandau Modern, MZ, MUZ, glaube ich, mit unserem modernen Bus. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.